Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit City Skylines. Meine Güte, ich habe nur noch 24 FPS, ich merke das gar nicht. Aber dieses Spiel frisst Performance. Ich hoffe, wenn sie mal City Skylines 2 rausbringen sollten, dass sie das vielleicht irgendwie mal lösen. Weil ich glaube, ab wie vielen Einwohnern bekommen alle irgendwie Probleme, so und so viele Einwohner. Ich habe das ist City Skylines, das ist dafür, dass irgendwann die Rechner in die Knie gehen, desto riesiger die Stadt wird, aber es ist dennoch hübsch, ja? Man braucht ja auch keine riesen Performance, um irgendwie viel reichen zu können. So, wir haben ein Stromproblem. Wir hatten ein Stromproblem, jetzt läuft's wieder. Aber ich glaube, wir haben generell trotz allem ein Stromproblem. Ich muss jetzt mal gucken hier. Strom, wir können jetzt... Ach, den Damm wollte ich doch bauen. Da haben wir doch was... Ich wollte meinen Dreck aufstauen. Ja, mein Dreckwasser, aber wir wollen ja das Meer verseuchen. Also stauen wir uns einen Frischwassersee auf. Ja? Und zwar, hier gibt es auch einen Stausee, wo ich wohne. Oh, jetzt wird direkt gegoogelt. Okay, Stauseen. Wo könnte denn der Alte mal wohnen? So, okay. Das ist die Warntalsperre. Ja? Da wohne ich. Und wir haben hier immer, das ist das Tolle, wir haben hier immer super tolles Wasser. Selbst, gut, das Wasser ist auch manchmal, ist halt geklort eigentlich so oder so. Ein bisschen, aber es ist halt nicht so krass. Außerhalb der Stadtgrenzen. Oh, Stadtgrenzen. Aber es ist halt, ach scheiße, wie nochmal. Es ist halt trotzdem toll. So, da, kaufen. Jetzt haben wir ein Kreuz. Es ist halt toll. Ich meine, ich hab mal, war eine kurze Zeit in Hessen unten und, das Wasser war halt voll trüb. Ja, kann man eigentlich über den Damm drüber fahren? Geht das überhaupt? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Kann man das? Ich steuere jetzt auf jeden Fall hier. Ich erinnere mich immer an Fallout, an den Hoover-Damm. Oder soll ich den direkt hier stauen? Wo war ich denn? Achso, genau. Das Wasser ist halt immer total trüb. Ja, so grau, weiß, weißlich und so. Und hier ist es halt super toll. Ja, es schmeckt aber auch 10-mal besser. Ich meine, das ist wirklich ein Unterschied. Ja, also ich trinke schon mein Leben lang Kranwasser. Ja, und viele sagen, nee, das kannst du nicht trinken, weil in Städten und so. Das ist das halt so. Das sollte man halt nicht unbedingt trinken. Auch wenn das halt nicht ungesund ist. Nicht wirklich hier bei uns in Deutschland. Ist trotzdem. Ne? So, Wasser aus der Flasche trinken. Ach, guck mal, man kann drüber fahren. Siehst du? Dixenweg. Sehr schön. Jetzt haben wir den. Damit müsste es ja eigentlich staunen. Guck mal, wie das schon hier so hochschwappt. Jetzt habe ich doch ein bisschen Angst gerade, dass das alles überläuft. Aber eigentlich ist er das ja auch durch, ne? Es wird einfach nur niedriger, glaube ich. Oder wie war das? Oh, jetzt habe ich doch ein bisschen Angst. Guck, hier geht's. Ah, das ist schon cool. Man kann ja auch, glaube ich, das Meer auspumpen. So. Dann machen wir schon mal eine Straße dahin. Hier haben wir ja die Alleen. Die deutsche Alleenstraße. Hier machen wir aber jetzt die weiter, ne? Hier ist ja egal. Dann können wir ja eigentlich. So, ist das nicht hübsch? Oh shit. Guck, es läuft über. Oh, das war keine gute Idee. Weil er keinen Strom hat vielleicht? Läuft halt ein bisschen über, aber ich meine, jetzt geht's, oder? Alter, das hatte ich ja noch nie. Jetzt geht's, glaube ich. Hat sich gefangen. Oh. Ja, jetzt haben wir hier einen neuen kleinen See geschaffen, ne? Ist der Damm einfach mal übergelaufen. Okay. Wollen wir das erweitern? Nee. Alter, wie cool. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Müssen jetzt aber trotzdem hier Strom hinlegen. Machen wir das hier weg. So, lassen wir das mal stehen, oder? Nee, weg. Okay. So, wir könnten theoretisch auf der Seite dann Parklife-mäßig mal was machen. Müssen die Touristen immer über den Damm fahren? Warum regnet es jetzt eigentlich schon wieder?
Es regnet. Vielleicht sollte ich einfach mal so ein paar Wohnsiedlungen hinmachen für dumme Bewohner. Ich meine, ich könnte ja mal hier ein paar so Wohnbunker hinmachen. Ja, so eine Wohnbunkerreihe. Echt eine gute Idee, wenn wir das einfach mal, wenn wir hier noch so eine Straße hinmachen. Ich meine, das sollte doch eigentlich gehen. Wenn wir das einfach erweitern. Gott sei Dank. Mist. Jetzt haben wir wieder das Problem. So, was wir hier. So, dann machen wir hier noch Dingens rein. Okay. Ja, ich meine, wir brauchen halt so Wohnbunker. Und genau läuft es auch im echten Leben ab. Ja? Denkt euch nicht, Politik und so weiß ganz genau, was hier los ist. Wenn bestimmte Arbeiter fehlen, werden neue Arbeiter geholt. Oder so Sozialbauten geschaffen, genau wo so Leute auch dann leben sollen. Weil, so ist das. Alle Jobs müssen gefüllt werden. So. Ich meine, was heißt... Ich meine das gar nicht schlecht. Ich sollte aufhören zu reden. So, hier machen wir die Plattenbausiedlung. Ja? Nichts gegen Plattenbausiedlungen. Ich bin ein Dorfkind. Ja? Für mich ist das unvorstellbar. Dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Das nicht. Wir machen jetzt hier nur die Wohngebiete rein. Ich bin jetzt so ein Landkind. Ja? So ein Dorfei. So ein Hillbilly. Und ich kann überhaupt nicht in Städten. Ich krieg da die Krise. Ich muss immer... Es geht halt nicht. Ne? Egal was Platten baut oder was auch immer, für mich ist das immer Albtraum. Viele wohnen in der Stadt, aber ich kann das halt nicht. Deswegen, ich wollte nicht abwerten klingen, es tut mir echt leid. Also, ich überlege halt nicht. Ich bin jetzt hier der Imperator. Ich bin der Bürgermeister, ja, und dann... So wie ich rede, reden auch wahrscheinlich und denken die meisten Bürgermeister und Politiker, ja, oder Bauherren. So, wir brauchen ja billige Unterkünfte für billige Arbeitskräfte, für die Fabriken. Ja, für die Fabriken, für die Fließbänder. Und dann geht das alles super. So, dann haben wir das jetzt. Da brauchen wir jetzt nochmal Wasser. Wir brauchen billige Unterkünfte für unerfolgreiche YouTuber wie Altmar. Ade. So, wunderschön. Jetzt haben wir auch Wasser. Ach, guck hier. Genau sowas. Ja. Sowas, obwohl die hier eigentlich mal richtig schön waren. Das sind ja eigentlich, guck mal, die werden schon gebaut, die sehen schon alt aus. Das geht ja noch. Ich meine, sowas ist ja typisch amerikanisch. Oder hier unten so ein kleines Ding. Aber so schöne Sowjetbunker, ja? Wie Eisenhüttenstadt. So DDR-Ostgebäude. Aber es war nicht nur da in. Ja, es war ja überall so. Am besten noch alles mit Asbest verarbeiten. Das funktioniert doch schon mal super. Ich glaube, Grundschule ist okay. Wie war das, ne? Grundschule ist okay. Und jetzt hier nochmal eine Grundschule. Hier. Da ist ein Park. Das ist Wasserdingens. So. Wunderschön. Wir hatten noch einen Strombrunnen. Ja, da ist es doch wieder. Aber macht das hier nicht Strom? Strom. Es macht aber nicht genug Strom, oder? Es ist geil, oder? Guck mal, wie das aussieht. Jetzt haben wir den Wasserstrom versiegen lassen. Guck mal. Und das Meer bekommt kein Wasser. Echt nur so ein kleiner Bach. Der Staudamm.
So, sehr schön. Das ist unser Frischwasser. Also hier könnten wir ja schon so einen Recyclerbot reinmachen. Ich meine, das wäre ja schon gut. Ich meine, im Ernst. Wir haben ja hier, was ist das? So, das ist die Größe, ja. Hier ist das Wasseraufbereitung. Hier ist er, schwimmender Müllsammler. Ich meine, hier ist kein Müll drin, den brauchen wir hier gar nicht. Hier brauchen wir den. Ja. So, wir brauchen jetzt noch mehr Strom. Das funktioniert anscheinend immer noch nicht so richtig. Aber ist doch alles verbunden hier, ne? Der ist sehr schön. Okay. Oder braucht der? Nein, ist ja Blödsinn. Wasserkraftwerk. Mit Hilfe der gewaltigen Wassermengen, die durch den Damm strömen, wird Strom erzeugt. Ausgangsleistung 0 MW. Habe ich irgendwas falsch gemacht? An? Naja, Hauptsache er sieht toll aus. So, dann machen wir uns noch ein. Was ist das überhaupt? Das ist das Solardingens. Das hier ist Geothermie. Oh ja, komm, wir graben den Boden an. Aufwind-Solarturm. Aha, das ist ja interessant. Ich finde, die Welt sollte eigentlich nur noch aus erneuerbaren Energien bestehen. Also, ich rede jetzt von der echten Welt. Ja? Also, es ist einfach, es ist nur ein wirtschaftlicher Aspekt. Warum das nicht schon längst passiert ist. Ja, willkommen. Willkommen in der im Kapitalismus. Ja, keine Sorge, ich bin keiner, der vor der EZB-Bank steht und Steine wirft oder so. Aber so ist das einfach. Da muss man nicht so jemand sein, um das zu verstehen. So ist das. Wie mit, machen wir das hier in die, zu den anderen Ölkraftwerken. Ah, das ist nicht so gut, sonst haben wir damit ein Problem. Kommen wir zu der hier hin. Ölkraftwerke. Ich meine, stellt euch vor, es gäbe, das habe ich ja schon mal gesagt, jetzt würde es auf einmal eine Energiequelle geben, ja, die von jetzt auf gleich alles andere sinnlos machen würde, ja. Und ich gehe davon aus, dass das möglich wäre. Es gibt, ich meine, wir laufen auf der Stelle in unserer Forschung seit vielen Jahrzehnten ziemlich arg. Ja, man muss sich vorstellen, was für Techniksprünge wir gemacht haben, so in den, jetzt ist es ein bisschen blöd platziert, aber... Ah, ist egal, das lassen wir jetzt immer so. Ich meine, so eine kleine Straße ist nicht so schlimm. Und dann, also gehen wir davon aus, dass von jetzt auf gleich, sagen wir mal, eine große Firma den Energiebedarf von Deutschland decken würde durch erneuerbare Energien, wie Solarzellen, halt, oder Energiequellen, die die Umwelt nicht belasten, ja? Ich sage nicht erneuerbare Energien, sagen wir, es wird eine neue Art der Fusion geben, die dann keine Kernschmelze verursacht, dass die Welt verstrahlt wird, ja? Wenn es schief geht oder was auch immer, dann würde die Wirtschaft enorme Probleme bekommen. Aktien stürzen ab, die Medien berichten von Weltwirtschaftskrisen oder Krisen, Aktienabstürze und wir müssen alle sterben. Der einzige, der stürzt, sind wahrscheinlich eher die Firmen. Weißt du, dann wird eine Zeit lang alles teurer und so und vielleicht machen Läden dicht, aber am Ende überleben wir das und zack, wir haben tolle Energien. Ja, so, aber weil das halt das Problem ist, dass die ganze Wirtschaft da dran hängt, wird halt auch nichts dafür getan, dass das jetzt von jetzt auf gleich passiert. Das ist halt ein Schritt, der halt peu à peu passiert, ja. Und den ganzen Konzern ist das ja auch bewusst. Deswegen, das Elektroauto ist ja zum Beispiel im Kommen, ne? Und ich denke ganz klar, dass das Elektroauto die Benziner verdrängen wird, ne? Es ist ja schon soweit. So allmählich ist das ja immer weiter. Und dann, aber so bauen die ganzen Autohersteller jetzt immer mehr Elektroautos, ne? Es ist schon alles natürlich, wie soll ich sagen, klar, ne? Also unsere Technik hängt zurück. Es hat nichts mit es geht nicht zu tun, sondern es hat immer nur mit der Wirtschaft zu tun, warum das nicht gemacht wird. Nicht, wir wollen die Natur schützen, nee, es geht darum, die Wirtschaft zu schützen. Ja, deswegen geht man dafür über die Leiche der Welt quasi. Ich hoffe, ich habe es grob erklärt. Ja, es ist natürlich weiter. Ja, aber so im Ganzen läuft das ungefähr. Es ist ja auch wie bei Pharmazeutikern. Ne? Wir spielen ja eigentlich das passende Spiel, um sowas zu predigen. Ne? Zum Beispiel, stellt euch vor, dass jemand, der einfach mal ein Krebsmittel entwickeln würde. Ja, oder das Mittel gegen AIDS oder was auch immer. Die Leute haben immer direkt einen mysteriösen Autounfall. Ja, so Leute gibt es ja, da gab es ja schon ein paar, die haben irgendwelche Motoren entwickelt, die einfach mal eine zehnfache
Also da gab es, ich weiß ja nicht, ob es jetzt wirklich stimmt oder ob es Verschwörungstheorie ist oder so. Ich meine jetzt, ob es den wirklich gab, der angeblich einen Motor entwickelt hat, der die 10-mal so lange hält wie ein normaler Motor, was den Spritverbrauch angeht. So, hat einen mysteriösen Autounfall. Da gibt's viele, viele von. Müsst ihr mal gucken, also mysteriöse Autounfälle für Leute, die irgendwas erfunden haben, was die Welt verbessern könnte, die sind immer direkt ganz schnell tot. Ja, sofort. Ja, es gab ja so ein AIDS, es gab mal so ein Mittel und das wurde für einen Dollar irgendwas angeboten. Dann hat irgendeine Pharmaindustrie das aufgekauft und direkt für irgendwie $1,000 die Tablette oder so. Ich meine, so läuft das bei uns. Man muss daraus kein großes Geheimnis machen, aber die Politik tut das gerne. Und das, ich habe mich jetzt hier reingesprochen, tut mir leid. Ich beende es jetzt mit noch einem Thema und zwar die Leute, die in den Regierungen ein- und ausgehen, auch bei uns im Bundestag. Das sind alles Leute von so Riesenkonzernen. Die haben da alle Zugänge zu. Ja, die haben ihren Ausweis, dürfen da reingehen. Ja, und unsere großen Politiker bekommen alle ihre Aufsichtsplätze. Sobald die ihre politische Laufbahn beenden, sitzen die dann bei irgendeinem Konzern oben im Rat. Ja. Und sie haben ihre Arbeitsplätze halt sicher. Das ist halt, ne, alles. Die hängen da alle mit drin. Und das ist in allen Ländern so. Es ist einfach so, ja. Man weiß es, aber ein großes Thema wird halt nicht draus gemacht. Ja, nicht wirklich. So. So läuft die Welt. Leider, so ist das. Und es wird immer so laufen, bis irgendwas nochmal passiert. Ne? Es muss immer erst was passieren, wie zum Beispiel auf der XY-Straße fahren die Leute zu schnell. Ja, und das sagt man 100-mal. Hier fahren die Leute zu schnell, da passiert was, das ist gefährlich, hier muss ein Zebrastreifen hin. Bäm, wird das Kind überfahren, zack, hast du einen Zebrastreifen. So läuft das, ja. So läuft das. Gut, das war's jetzt. Zurück zum Spiel. Tut mir leid, ich habe mich da reingesteigert. Man soll ja Politik und so weglassen, aber es war ja eigentlich eher so generelles. Ja, wir sind ja hier im Städtebau. Das hat ja alles damit zu tun. So, die Kapazität der Mülldeponie und Friedhof ist begrenzt. Nach der Kapazität erreicht ist, könnten sie eine neue Einrichtung bauen und der Friedhof der Dienstleistung zu gewährleisten. Wenn sie eine Mülldeponie oder einen Friedhof einebnen möchten, müsste sie die Einrichtung... Ja, nee, wir wollen den ja nicht. Aber ich überlege, ob wir die Mülldeponie nicht mal weiter flussaufwärts platzieren, hierhin. Und die dann die Hauptstraße langfahren lassen. Weil hier müsste es schön groß werden. Ich glaube, wir müssen die... Es ist halt echt dunkel. Ich sehe auch gar nichts mehr. Es ist so grau. Vielleicht lagern wir die um. Ja? Nach da hinten. Aber auch an dem Fluss, das ist wichtig. Ja, wir müssen ja alles vergiften. So, das passt. Ich hab, wenn man über die Weltgesundheit spricht und dann hier mit Verpestung weitermacht. So, ich müsste mal die Straße vielleicht... Nee, die muss auch nicht. Was brauchen wir denn? Wir brauchen ein Gewerbegebiet. So. Gewerbegebiet. Wollen wir denn jetzt hier direkt... machen wir hier so. So. Müssen wir jetzt hier mal die Straßen zumachen, die alle so verwurstelt hier aussehen. Das ist halt natürlich super blöd. So, hier ist ja bald Ende. Aber guck mal, ich könnte theoretisch weitergehen. Aber kommt die Brücke. Wir gehen noch bis hier. Oder ich könnte dann direkt die Kurve machen. Die Kurve kratzen. Ich könnte aber auch die große einfach einbiegen lassen. Wir lassen die groß. So, und münden dann hier ein. Und zwar von hier. Einmunden. Ah, genau so. Genauso habe ich es mir gewünscht. So. Okay, wunderbar. Sehr schön. Okay. Jetzt machen wir das hier noch zu. Okay. So, und da kommt dann die kleine Straße. Wenn die Leute weiter ab... Hier biegen die ab in die größere. Das sieht komisch aus, ne? Guck, wie runter das hier geht. Ich überlege, ob ich nicht mal echt eine andere Straße nehme. Gibt es nicht irgendwie so eine... Was ist das denn? Asymmetrische, dreispurige Straße. Das ist mir zu kompliziert. Komm, hier kommt eine Allee hin, oder? Sie ist... Eine der wenigen. Die tolle Straße ist das. Die Tylerstraße.
So, da haben wir das. Ich wollte jetzt mal hier, das haben wir da, da, da. Da, 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 da. So. So. Oh Gott, zieh dich mal an, ey. Lafayette. Es gibt immer eine Lafayette. So. Okay. Okay, Industrie. Oh, wir brauchen Industrie. Das gefällt mir doch. Da. Da, 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 da. Da, da. Da, 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 da. Da, da. Da, da. Bam. So. Guck mal, hier ist die, natürlich die hotte Innenstadt. Die ist schon viel weiter gewachsen. Hier wird weitergebaut. So, Müll müssen wir nachher gucken. Es sind noch nicht alle voll. Jetzt wird es wieder Tag. Jetzt sind wir wieder ein bisschen. So, okay, Müllindustrie. Die Müllindustrie. Ich stehe ja schon irgendwie auf der Spielplatz. Oh Mann. So, wir wollen ja erstmal hier die Straßen, die ich ja hier gedingst habe, mal jetzt auch mal dingseln. Das ist wieder Fahrradstreifen, ne? Ich baue immer überall Fahrradstreifen rein. Ich weiß auch nicht. Ich verbiete Fahrradfahren in der Stadt. Aber dann haben wir halt ein Problem. Oh, oh. Nee, ist alles gut. Okay. Meine Güte. Ich muss mal den... Ich glaube, ich mache den Rauch aus. Das ist mir zu viel. So, das ist schon die Autobahn. Das ist dann wie im... im Chemiepark. Zwischen Bonn und Köln. Oder Bonner Chemiepark. Wenn man da lang fährt, ist auch übel. Das sieht aber auch krass aus. Beeindruckend. So. Machen wir lieber erstmal hoch. Sondern hier hin. Den sieht man immer, wenn ich zum Phantasialand fahre. Wer von euch war schon im Phantasialand? Phantasialand. Das ist in Brühl bei Köln. Ziemlich cool, ist recht klein eigentlich, aber gilt zu einem der größten überhaupt in Deutschland. Aber ich bin da gerne, ich bin da schon immer als Kind gewesen, deswegen gehe ich da mal gerne hin. Also Phantasialand ist cool. Da kommt man immer beim Geburtstag umsonst rein, da bekommt man so einen Ich-hab-Geburtstag-Button und den ziehe ich dann immer an. Ich habe das, glaube ich, ein paar Mal getwittert. Ich bin ja schon lange nicht mehr auf Twitter richtig unterwegs, aber so. So, ich würde immer gerne Erzindustrie machen. Wir machen aber jetzt erstmal hier alles voll. Dann haben wir das erstmal. Guck mal, ist das nicht wunderschön? Ist das nicht wunderschön? Es ist einfach wunderbar. So, wir müssen aber jetzt langsam mal aufhören. Hä? Heizung? Kombinierte Wasser- und Heizungsrohre. Ach so, das ist Fernheizung, ne? Gibt's ja auch. Das wusste ich auch ewig nicht, dass es das gibt. Dass Heizung quasi die, angeliefert wird. Faszinierend, oder? Können wir auch mal machen, aber das haben wir alles gesetzt. Ist alles gut. Mann, ey, jetzt haben wir genug Industrie. Ich will auch mal unbedingt jetzt, erstmal aufhören. Endlich, ja? Tut mir leid, Leute, wenn ich ein bisschen philosophiert habe, diese Folge, es ist einfach aus mir rausgebrochen. Das muss dann mal sein, okay? Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Oh, guck mal hier. Ja. Das Arbeiterviertel. Los, baut die Bunker und geht arbeiten. Die brauchen auch noch genug Parkplätze. Ich würde ihnen auch allen Autos spendieren. Allein, dass die immer pünktlich zur Arbeit kommen. Ich muss hier noch eine Buslinie. Pass auf, nächste Folge gucken wir nochmal bei den Buslinien nach. Wie effektiv wir da noch sind, weil hier, glaube ich, haben wir, glaube ich, noch genug Linienübersicht. Buslinie. Müssen wir mal gucken. Okay, Leute, das war's von mir. Bis zur nächsten Folge City Skylines und bis dahin, haut rein.